Besser wie bei den Italienern. Hallo Freunde, heute machen wir eine leckere Pizza nach dem klassischen, einfachen italienischen Rezept. Sehr easy und sehr, sehr lecker. Und ich bereue jetzt schon, dass ich nur zwei davon gemacht habe. So, und jetzt zum Rezept. Es ist sehr vorteilhaft, wenn man das Mehl dafür durch ein Sieb jagt. Perfektiko, das stelle ich schon mal zur Seite. Hier habe ich warmes Wasser. Ich gebe dazu 10 Gramm Salz, 10 Gramm Zucker und einen halben Würfel Hefe. Oder wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch 7 Gramm Trockenhefe nehmen. Davon nur die Hälfte. Dazu noch einen guten Esslöffel Mehl und gut verrühren. Dann lasse ich das jetzt 10 Minuten stehen. Nach 10 Minuten hat sich das so eine schöne schaumige Haube gebildet. Das gebe ich jetzt hier zu unserem Mehl dazu. Außerdem brauchen wir noch so um die 2 Esslöffel Olivenöl. Das Ganze wird jetzt mit Händen oder mit dem Mixer ordentlich durchgeknetet, am besten 5 Minuten lang. Da haben wir den Teig, der ist ordentlich klebrig. Ich habe hier unten Mehl, ich gebe auch ein bisschen drüber, super. Den schneide ich in 2 Teile. Der klebt, man will da unbedingt noch mehr Mehl dazugeben, aber es ist nicht nötig. Dann haben wir am Ende sonst eher härtere Pizzas, wenn wir das mit Mehl vollstopfen. So ist es ausreichend. So, ich mache sie zu Kugeln, einfach das Ganze nach hinten, so, die Ränder nach hinten, hinten zusammendrücken. So, perfekt. Nun dürfen die hier aufgehen. In meiner warmen Küche, so zwischen 40 Minuten bis zu einer Stunde kann das dauern, je nachdem, wie warm eure Küche ist. Also am kalten, offenen Fenster wird es jetzt nicht funktionieren. Der Hefeteig braucht Wärme. So. Und zugedeckt. Das waren jetzt circa 40 Minuten. Okay, klebt ordentlich. So. Den Teig, den werde ich jetzt nicht mehr durchkneten. Ich nehme ihn da vorsichtig runter. Aufs Backpapier gebe ich etwas Mehl, lege hier unseren Teig drauf und dann auch etwas Mehl von oben, ein bisschen. So, und jetzt mit den Händen auseinanderdrücken. Schön in die schöne Form, schön rund. Man kann auch die Rolle nehmen. Den Teig brauchen wir jetzt ganz, ganz dünn. Das gebe ich jetzt aufs Backblech. Circa 28-30 cm im Durchmesser habe ich das ausgerollt. Jetzt nehmen wir Tomatensauce. Also dickflüssige Tomatensauce bräuchten wir. Gut verteilen. Und jetzt, meine Lieben, sind euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Ich mache das heute auf die klassische Art und Weise. Also wir haben dann leckeren Käse, Emmentaler oder Gouda, ist auch schön würzig. So. Man kann dann auch Pilze drauf machen, man kann Zwiebeln, Thunfisch, Paprika, was man bevorzugt. Was auch ganz lecker ist, etwas Oregano drüber zu geben. Und jetzt erst, wenn das fertig ist, werde ich den Backofen einschalten, vorheizen. Einfach, weil der Backofen so circa 10 Minuten braucht und 10 Minuten hat die Pizza dann Zeit, hier noch in meiner Küche ein bisschen aufzugehen. Perfekt. Und in der Zeit werde ich auch mit der zweiten Pizza weitermachen. Eine. Perfekt. 11, 12 Minuten braucht die Pizza im Backofen. Jetzt ist gerade das zweite Blech drin, also zwei auf einmal sollte man nicht reinmachen, eine nach der anderen. Perfekt.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, freue mich über eure Likes, über eure Kommentare und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald, eure Xenia. Das duftet so lecker. Perfekt, lecker.